Oh, jetzt bricht einfach der nächste Tag an. Da vorne war gerade noch eine Kiste. Das ist die Frage, ob es sich lohnt, dorthin zurückzukehren. Könnte ja vielleicht eine Nachricht von One und Dave drin sein. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, wir werden abgehört. Sehr, sehr beunruhigend. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Let me look at it and I'll tell you. No. You don't need to tell me, just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. Oh. Yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Oh, hier liegt ja auch noch der Ehering. So habe ich den überhaupt ab? Soll ich ihn aussetzen oder nicht? Das ist ja irgendwie witzig. Ach, du ahnst es nicht. Unser kleiner Freund hat ja ein Zuhause hier gefunden. Ich kann also die Sachen, die ich so anscheinend gefunden habe, auch mitnehmen. Papier immer gut. Unsere verschiedenen Vorräte, Erdnussbutter. Okay, wenn ich direkt einfach so stehen bleibe, stellt ihr es tatsächlich einfach so zurück, anstatt es wegzuwerfen. Guck mal, ob ich hier noch vielleicht irgendwas mitnehmen kann. 20-seitiger Würfel. Nicht der hier. Richtig versteckt quasi. Kann ich das dann auch wieder zurückstellen? Ah, tatsächlich. Immer noch diese Karte, die mysteriöse. Hexenhaus. Verzaubertes Land.
Oh. Iron Fortress. Also eine Festung, also das scheint auf jeden Fall schon länger da zu sein. Aber richtig schlau wird man daraus auch nicht. Sehr hätte man hier gar nicht einbrechen brauchen, weil ich selber alles hier durcheinander bringe. Schreibtischschublade. Okay, was ist denn hier? Acht Augen auf die harte Tour. So ist auch bloß ein Buch. Ab zu den anderen. Schade, ich dachte, ich entdecke jetzt hier irgendwie was Schönes drin. Okay, machen wir uns auf den Weg. Well, the June fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Ja, ich bin gerade wirklich am überlegen, ob ich zurückgehe da hinten zu dieser Kiste. Ich meine, dass es jetzt nicht so weit weg ist. Wir sind hier und das ist eigentlich schon relativ da vorne. Steht die Kiste auch eingezeichnet. Einen kürzeren Weg wird es wohl nicht geben. Aber das lässt sich ja natürlich rausfinden. Ja, ich bin verdammt neugierig. Was ist das denn hier? Okay. Kaputter Wegweiser. Direkt rüber. Gut. Gucken, was hier drin ist. Ah, wieder Informationen für die Karte. Und auf jeden Fall ein Brief. Ja, tatsächlich, eine Nachricht von, nee, an One, also von Dave. Hi One, ich wünsche mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Meistens schreibe ich ja lieber, aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich ihr sagen soll, habe aber bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Okay. Hier auch wieder Bücher. Also mit diesem Untersuchen, ich würde mich ja echt einfach mal interessieren, ob das irgendwas bedeuten hat, ob man vielleicht bei irgendeiner Sache tatsächlich irgendwas finden kann. Terminal 7. Accidental Savior. One chance to die. Let me
Toilettenpapier. Okay, wenn unser Toilettenpapier ausgeht, weiß ich auf jeden Fall, wo ich dann welches finde. Gut. Mehr gibt's hier scheinbar nicht. Ja. Suchen wir also den Baum. Das weiß ich natürlich wieder gar nicht, was sie gesagt hat, wo ich hingehen soll. Ich würde eigentlich auch ganz gerne zu dem Zaun hingehen, zu dem Tor. Rein könnten wir ja, rein theoretisch. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Noch nasser werden. Ist natürlich ein ganz schönes Stück. Ich wundere, dass ihr Interesse daran auf einmal so abgeklungen ist. Genauso wie die Tatsache, dass sie gerade so sonderlich gut drauf war. Ja, schade, dass man mit der Karte nicht auch schnell rennen kann. Das würde es mir dann doch auf jeden Fall ganz schön vereinfachen. Da gleich überhaupt lang. Ah, doch. Alte Indianerstätte. Finde ich sehr, sehr cool. Erinnert mich dann direkt immer an Friedhof der Kuscheltiere. Okay, hätte doch der Weg jetzt eigentlich schon sein müssen, oder? Schön ist natürlich, den Baum, den ich mir eigentlich merken soll, habe ich schon wieder komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Vielleicht stoßen wir ja per Zufall drauf. Was verbirgt sich wohl hinter diesem Zaun? Und warum ist Delilahs Interesse plötzlich verschwunden? Macht sie sich Sorgen? Die Angst. Vielleicht, dass uns etwas zustößt oder dass sie Probleme bekommt. Ich weiß es nicht. Für
finde es aber ein bisschen sonderbar, weil wir ja trotzdem noch hier sind und wenn uns jemand beobachtet, dann sollte man dem ja eigentlich auch auf den Grund gehen. Weil eins steht fest. Normal ist das mit Sicherheit nicht. So, mal wieder gucken. Ich kann hier vorne lang. Sonne geht auch schon wieder unter. Das beunruhigt mich ein klein wenig. Im Dunkeln möchte ich hier nicht unbedingt durch die Gegend streifen. So, hier sind wir wieder beim Zaun. Und wir können es aufstemmen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es das Richtige ist, was ich hier tue. Das ist hier ein loser Stein. Wir können uns ja auf jeden Fall mal hier umgucken und hoffen, dass nicht wirklich was passiert. Oh. Au! Oh, eine Trophäe dafür, dass ich angegriffen worden bin. Ein Klemmbrett. An das Personal von Wapiti Station. Dr. Simmons befindet sich vom 15. August bis 15. Oktober in der Einrichtung. Dr. Johnson ist für hochschuleigene technische Ausrüstung verantwortlich. Für regierungseigene technische Ausrüstung ist Cat Ferdinand zuständig. Zur Erinnerung, dies ist ein kontrolliertes Gebiet. Sämtliche Probleme, Fehlfunktionen und Verstöße sind umgehend zu melden. Okay. Puh. Bin wirklich gespannt. Ich hätte das ja auch gerade eben melden können. Ich dachte, dass ich danach immer noch melden kann, aber dem ist wohl nicht so. Vielleicht sollte sie es ja auch gar nicht unbedingt wissen, dass ich mich hier gerade rumtreibe. Andererseits, wenn was passiert, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn sie es weiß. Auf jeden Fall sind unsere Flirtereien durch diese Geschichte ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Okay, Überwachungsturm. Ja, ich werde es jetzt auch mal einfach melden. Gucken, was sie zu sagen hat. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Henry, what the fuck are you doing? They can hear us. I don't care. Okay, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Scheiße. Also wenn sie uns jetzt wirklich gerade abgehört haben, wissen sie Bescheid. Okay. Den tue ich niemanden, oder ist da jemand im Schlafsack drin? Nee, okay. Egal, ich werde trotzdem mal wieder Meldung machen. Wenn sie uns abhören, wissen sie ja sowieso, dass ich jetzt hier bin. There are all sorts of contraptions and shit out here. Please, Henry, just go where I told you to. Please, go there right now.
I mean, how the hell did they get all this stuff out here? The Army Corps of Engineers put our towers out here, so... You think it was the government? I have no idea. I just mean it's possible. I mean, every once in a while I'll meet a lookout who's deep into that, like, black helicopter conspiracy shit. Maybe they actually flew it out here in one of those. Das Komische ist, oder was ich ziemlich sonderbar finde, dass sie uns hier auf jeden Fall irgendwie weg haben will. Now they're doing something with the soil out here too. It's all gritted off. God damn it, Henry. Fine. I left you a new radio, damn it, but to hell with it. Just do whatever you want. Oh, well, I'll go get it. You know what? Forget it. We've danced around it so much now, it's probably gone. But maybe you'll luck out and whoever's listening to us ran down to the market for a gallon of milk. I'm in their main tent. Tell me what you see. It's definitely some sort of monitoring station. I just wonder where they are. All of their stuff is here. Oh, they probably just popped down to the par to catch the game. I'm getting a little nervous here. Did I tell you I'm a palm sweater? I don't think I've told you that. Maybe I did. I don't know. My palms are very sweaty. Okay. This place sleeps three. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? I found their main monitoring desk. Tell me what you see, quick! Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking my... our... people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Gosh, oh God, was ist hier los? The desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. There's some sort of monitor. I don't know what it does. Maybe air quality or something? Seems plausible. Der Rest allerdings nicht. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. Copy that. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. Yeah, all right. Okay. Okay, ist auch noch ein Klemmbrett. Gehen wir mal gleich an. Machen wir hier von den ganzen Fotos. Well, there's nobody here. It's just tents and equipment, and yeah, that's it. For now. Come on, Dee. No, I'm pissed. You're out there on your own. Why would something like this even be out here? I don't know, Henry. I'm sure whoever is listening to you right now has their reasons. Ja, okay, es war jetzt nicht wirklich nett, dass wir sie quasi übergangen haben. Das muss ich selber zugeben. Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Maybe the missing girls? Like, they're still out here and these people are following them? Maybe. It's possible, right? But then why haven't you seen them? I don't know. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. Kann ich natürlich auch noch eben so lesen. Ziel, Person, Frequenz, Geschlecht, soziale Rolle. Häufiger Weggang aus Gebiet Two Forks. Wir sind also durchnummeriert. Vermeidungsverhalten, ältere Daten, konsultieren 914. Nicht erwidertes Verlangen nach Beischlafkonflikt mit anderen männlichen Personen. Und verhältnismäßige Nahrungsaufnahme. Okay. Das ist wirklich alles sehr sonderbar. Stecke ich mal direkt ein. Campingkocher. Finnland, aber scheint nichts Interessantes noch hier zu sein. Oh, eine Kiste. Okay.